Kuscheln ist da draußen. Irgendwo. Hey, Moment. Was ist denn das? Wow. Ein Surfboard mit Turbotriebwerk. Primo. Du glaubst, sie schaffen das? Ich weiß es sogar. Aber sie müssen ein Team sein. Wo ist Brodys Boot nur hin? Da ist es! Pass auf! Das gibt's doch nicht! Bäh! Schon wieder nass! Chip und Chap fahren genau auf den Wasserfall zu. Ist ja wie in unserer Trainingsmission. Aber diesmal ist es echt. Wir dürfen sie nicht herunterfallen lassen. Das stimmt. Ich habe schon einen Plan. Rod, du schnappst dir den Splashwing und bremst ihn ab. Okay, Swift. Aber lange werde ich das Ding nicht anhalten können. Es hat ein Turbotriebwerk. Du musst es nur so lange anhalten, bis Brody drauf ist, um Chap und Chip zu retten. Aber was ist denn mit meinem Turboboard? Das Teil ist brandneu. Nur keine Sorge, Brody. Ich rette dein Turboboard schon. Hey, Swift. Was wirst du inzwischen tun? Ich werde hier bleiben. Für alle Fälle. Als Backup. Alles klar, Team Topwing? Okay. Auf geht's. Fertig. Alles klar. Dann los. Okay, Brody, ich bin auf Position. Greifhaken abschießen. Ja, Treffer. Oh nein, der Splashwing zieht mich ins Wasser. Ah, das wird nicht mehr lange gut gehen. Bleib auf Position, Rod. Los, Brody. Geklappt, Rod. Ich bin jetzt an Bord. Greifhaken einfahren. Chip, Chip. Hallo, Chip oder Chip. Wie auch immer. Was dagegen, wenn ich jetzt fahre? Gute Arbeit, Jungs. Alles klar, Penny? Schnapp dir Brodys Turboboard. Saugnapf, Seil, abschießen. Volltreffer. Ja, das war richtig stark, Leute. Chip, Chip, Chip. Chip, 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 Chip. Oh, oh. Oh nein, der Motor geht nicht mehr. Ohne den Turboantrieb wird die Strömung ihn weiter mitreißen. Brody wird den Wasserfall hinabstürzen. Swift, kannst du dir das Boot schnappen? Natürlich, Bea. Team Topwing, all zur Rettung. Da sind zu viele Bäume im Weg. Ich komm da nicht durch. Versuch's nochmal, Swift. Du schaffst das. Okay. Ich kann sie jetzt sehen. Haltet durch. Ich hab sie! Wuhu! Mega Primo Swift! Alles klar, Speedy! Anjos Haus könnte überall in diesem riesigen Ozean treiben. Ihre kleine Eisscholle wird nicht mehr lange halten bei dieser Hitze. Das ist es, Brody! Du bist ein wahres Genie! Wir müssen nach Eis suchen! Swift, mit deiner Infrarotkamera kannst du die kalten und warmen Stellen im Meer erkennen. Das Zuhause der Eisbären ist die kälteste Stelle. Okay, es kann losgehen. Ich habe die kälteste Stelle gefunden. Ich sehe dir etwas. Das könnten sie sein. Hey! Hier sind wir! Ich glaube, das müssten sie sein. Ich habe Anjos Familie gefunden. Gut gemacht, Swift. Ganz starke Leistung. Ich gehe jetzt runter. Hi, ich bin Kadett Swift.
Hallo, ich bin froh, euch zu sehen. Seid ihr Anjus Vater und Bruder? Ja, das sind wir. Hast du sie gesehen? Geht es ihr gut? Kadettin Penny hat sie gerettet. Sie ist in Sicherheit. Ach, wie schön. Gott sei Dank. Wir müssen zurück in den Norden, bevor unser ganzes Haus schmilzt. Nur keine Sorge. Wir bringen euch zurück nach Hause und zwar zusammen mit der kleinen Anju. Sei vorsichtig. Ich hab dich. Das Eis ist bald weg. Wir müssen uns beeilen. Ihr habt sie gefunden. Das habe ich dir doch gesagt. Ich muss wieder zurück zu meiner Familie. Penny, bring Anju so schnell es geht zu ihrer Familie. Ihr Haus schmilzt wirklich ganz rapide. Swift, du musst zurückkommen, so schnell du kannst. Du und Rod füttern das alte Schlauchboot mit Schnee. Schon unterwegs. Brody, du schaffst es dann zu den Eisbären. Kaka! Ladet ihr Haus darauf und bringt die ganze Familie nach Hause. Komm mit, Anju. Zeit, die Federn zu schwingen. Das ist eine echt tolle Unterwasserfahrt. Du bist einfach die Coolste. Operation Schneeschaufeln kann losgehen. Bin gleich hinter dir, Swift. Wir treffen uns am Schlauchboot. Ich werde als Erster da sein. Tolles Teamwork, Kadetten. Bea und Brody sind schon beim Schlauchboot. Also, Brody, dieses Schlauchboot sollte stabil genug sein, das Haus der Eisbären zu tragen. Was habt ihr zwei denn schon wieder da drin zu suchen? Ich freue mich ja so, euch zu sehen. Das ist Penny, sie ist Top-Wing-Kadettin. Und Team Top-Wing hilft uns, nach Hause zu kommen. Ich hoffe, die anderen kommen bald mit dem Boot. Noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Okay, so geht es. Also gut, Swift, bringen wir es Kikriki hinter uns. Operation Schneefall. Oh! Ist gar nicht so einfach, den Schnee abzuladen. Und du bist dir 100% sicher? Ja, und ob ich das bin? 5, 4, 3, 2, 1! Oh-oh. Es funktioniert. Ich habe es geschafft. Und jetzt ab nach oben. Oh, es fliegt tatsächlich. Es fliegt! Wuhu! Über den Wolken! Das ist der beste Tag ever! Wo ist hier eigentlich die Bremse? Ja, ich hab wieder alles unter Kontrolle! Oh, oh. Ich hab's doch nicht unter Kontrolle. Der Wind wechselt ständig die Richtung und Shirley kann das Ding nicht mehr steuern. Das ist Shirleys Position. Und hier ist Brody. Er hat die Klippe noch nicht erreicht. Und da ist Swift. Der Wind ändert ständig die Richtung. Sehr schnell. Seid vorsichtig. Das wird ganz schön ungemütlich. Ich kann sie sehen. Oh, eine Thermik zieht mich nach oben. Ich brauche den Turboantrieb. Hilfe! Oh, so ein schöner Ausblick. Hallo, Brody! Hilfe! Ich hab dich. Du schaffst das, Swift! Du machst das super, Swift! Die Landung wird nicht einfach. Denk daran, die Nase des Jets in den Wind drehen. Die Nase in den Wind, hab's verstanden. Aber der Wind ändert ständig die Richtung.
Jetzt geht es. Jetzt hab ich's. Wow, zu schnell. Du musst bremsen. Mit diesen großen Flügeln ist es richtig schwer, sicher auf dem Boden zu landen. Shirley, wenn wir das nächste Mal dicht am Boden sind, lässt du dich einfach fallen. Rod fängt dich auf. Grandiose Idee, Swift. Ich werde zu Rod hinuntersegeln. Nein, Shirley, bei diesem Wind klappt das Segel nicht. Ich fang dich auf, Shirley. Oh nein, ich kann dich doch nicht auffangen, Shirley. Brody, sie segelt in deine Richtung. Bin gleich da. Nein, nicht da lang, Shirley, nicht da lang. Würde ich ja machen, wenn ich könnte. Der Splashwing eilt zur Rettung. Whoa! Ich hab dich. Puh, das war knapp. Ja, er hat sie. Genial. Versprich mir, dass du nie wieder so einen Quatsch machst. Vielen Dank, Brody. Tut mir leid für all den Ärger, aber ich wollte doch nur mal so fliegen wie Swift. Hey, ich hab da eine mega coole Idee. Oh oh, die Bremsen sind schwach. Wenn der Zug losrollt, gerät er außer Kontrolle. Und daher müssen wir ihn sofort absichern, damit er nicht zurück in die Korallenkurvenbahn rollt. Okay, ich habe vorsichtshalber noch den Rückstoßantrieb gedrosselt. Dadurch sollte der Zug ruhig bleiben. Swift, du bleibst im Aquawing. Ich nehme das Mini-Toughboot und prüfe die Schiffsschraube. Genial! Ich wollte schon immer mal unter Wasser fliegen. Der Autopilot ist an. Autopilot? Oh ja, hör zu, du machst einfach überhaupt nichts. Du bleibst einfach hier sitzen und wartest auf meine Befehle, okay? Na gut. Wie sieht's da unten aus, Penny? Die Schiffsschraube ist verschwunden. Wenn ich sie wiederfinde und anbringen kann, dann könnte der Zug ganz bestimmt wieder an die Oberfläche hochfahren. Okay, Penny, sei schön vorsichtig. Das bin ich doch immer, Speedy. Hey, Brody. Wie läuft's denn bei dir da oben? Primo, ich habe die Schienen mit Bojen abgesichert und jetzt liege ich hier in der Sonne rum und döse etwas. Ich mach das Gleiche, nur gibt's hier keine Sonne. So kriege ich ganz bestimmt kein Unterwasserrettungsabzeichen. Naja, wohl kaum. Aber vielleicht kriegen wir beide ja ein Stillsitzabzeichen. Ich fürchte nur, dass es so ein Stillsitzabzeichen nicht gibt, Brody. Oh! Hey, Bea! Der Zug ist zurückgerollt. Soll ich irgendwas unternehmen? Nicht nötig, Swift. Der Aquawing hält den Zug so lange fest, bis die Schraube repariert ist. Okay. Ich dachte nur, es gäbe vielleicht irgendwas, womit ich helfen kann. Hab ich dich. Ich habe die Schiffsschraube gefunden. Ich glaube, jetzt kann ich den Zug wieder flott machen. Wenn das mein Jetwing wäre, würde ich einfach den Turbo aktivieren und den Zug ratzfatz den Hügel raufziehen. Oh oh, ich soll hier zwar nichts anrühren, aber jetzt muss es sein. Der Zug rollt sonst weg. Ich aktiviere den Turboantrieb. Oh, halt! Nicht nach unten, nach oben! Nein, 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 nicht doch! Swift, ist alles in Ordnung? Ja, alles gut. Ups, Entschuldigung, mein Fehler. Hä? Was war das denn? Swift? Tut mir leid, ich bring's in Ordnung. Wow, 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 wow. Oh nein, die Bremsen haben sich gelöst. Ich kann den Zug nicht anhalten. Swift, du ziehst den Zug nach unten. Und mich ziehst du auch noch mit. Penny, ich brauche Hilfe! Swift, warte! Swift, hör zu. Sorg dafür, dass der Aquawing den Zug wieder nach vorne zieht. Schalte den Turbo aus. Und nun drückst du den Steuerknüppel langsam nach vorne, bis ich Stopp sage. Okay, Stopp! Okay, ich lasse ihn jetzt los. Aber ich fliege rückwärts.
Wenn wir mit dieser Geschwindigkeit in die Korallenkurvenbahn rasen, wird der Zug entgleisen. Nur keine Sorge, Swift hat es unter Kontrolle. Okay, Swift, du wirst den Turbo jetzt wieder einschalten. Okay, Penny, ich mache, was du sagst. Ja, Swift hat den Zug angehalten. Wow, so viel zum Thema Stillsitzen. Swift, wenn du das nächste Mal spazieren fährst, sag mir vorher Bescheid, okay? Tut mir leid, Brody. Jetzt, wo der Zug steht, wartest du bitte, bis ich ihn wieder repariert habe. Okay, ich habe die Schraube angebracht. Sie kann ausprobiert werden. Ich werde es gleich versuchen. Sie dreht sich. Der Zug kann jetzt wieder weiterfahren. Ich danke dir, Penny. Es war mir ein Vergnügen, Frau Turtle. Ja! Das war toll, Team Topwing. Ja!